Ja, hallo zusammen und willkommen zum fünften Türchen. Ja, ich habe mal gedacht, so ein bisschen was von der Dreamcast kann ich auch mal zeigen. Und zwar ist es das originale Jet Set Radio. Kam ja, glaube ich, als Remake auf den PlayStation 3 raus im Zuge von einem, ja, ich sag mal, von der Remake-Flut, was Dreamcast-Spiele anging, also auch Crazy Taxi und so ein Kram. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Kollege von mir damals, als es rauskam, im Jahre 2000, ich bin ein alter Mann, dass er damals wirklich sowas von begeistert von dem Spiel war. Der hat mir nur davon erzählt, hat es selbst auch nie gespielt. Und gesagt, ey, das sieht total geil aus, ne, wie so Comic-Look und sowas. War also quasi, also ich spiele war jetzt quasi der Mitbegründer des Cell-Shading-Looks. Und von daher, Jet Set Radio! Hat es dann auch schon irgendwo einen bleibenden Eindruck hinterlassen und hat dann auch viele, ich sag mal, Nachfolger gefunden. Also jetzt nicht im Jet Set Radio-Universum, meine Fresse, komm, ich drücke jetzt einfach ein neues Spiel. Sondern eher, was Cell-Shading-Look angeht. Also, da gibt es ja auch einige Kracher. Also hier Sly Cooper zum Beispiel, bla 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 bla. Ist okay. Ich habe keine Ahnung, das Story interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich will es euch eigentlich nur kurz zeigen. Oder auch 13, ne? Ein kompletter Ego-Shooter im Cell-Shading-Look. Es gab ja wirklich massig Spiele. Und ja, ich bin mal gespannt, ne? Also ich habe überhaupt keinen Plan, was das Spiel zu bieten hat. Ich sehe mal gameplay-technisch wieder so ein bisschen Richtung... komm, ich will es einfach nur wegdrücken. Richtung Tony Hawking gehe ich mal von aus. Finde ich aber schön, komplett deutsche Sprachausgabe. Es gibt ja auch einen 60-Hertz-Modus, den mein Grabber leider nicht hergibt. Der kann das Bild dann nämlich nicht erfassen. Darf ich jetzt auch mal spielen, oder? Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen resettet. Das war keine Absicht. Ich muss eigentlich nur wegdrücken. Ja, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, uns das Intro irgendwie so ein bisschen anzugucken. Start, okay, Start. Das kann man schon mal wegdrücken. Das ist schon mal sehr gut. Eigentlich immer das Gelaber im Anschluss, das müssen wir uns leider, ja, müssen wir ertragen. Komm, gib Gazen. Es sieht auch so aus, als hättet ihr Ton, das finde ich sehr gut. Ja, man kann sich einfach durch die Straßen ziehen, doch kann ich wohl. Ich finde es auch sehr schön, ne? Das finde ich ja total geil generell beim Dreamcast. Da steckt man die Memory-Card ja quasi in den Controller drin, da ist so ein ganz, ganz, ganz kleines LCD-Display mit, keine Ahnung, 100x100 Pixel drin. Das finde ich eigentlich ganz nice, also, dass das dann auch immer spielbezogen immer irgendeine, ja, Animation aufweist. Teilweise kann man damit ja auch Minispiele und alles spielen. Und, ist auf jeden Fall schon eine coole Sache, also das fand ich damals wirklich eine richtig geile Idee. Darf ich auch mal spielen? Ach, guck mal, ich darf tatsächlich. Ich habe da oben, glaube ich, Zeit. Oh, du heilige Scheiße. Okay, ich habe Zeit. So, ich will mal gucken. Okay, man muss einfach nur draufspringen, um zu grinden. Das ist schon mal sehr gut. Ah, es ist natürlich schon... Ich hab verkackt. Sehr gut. Spiel aus. Direkt Ende Gelände, ne? Nee! Nee, 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 nee. Okay, komm. Da möchte ich jetzt erstmal zu dir starten. Wie geht das denn? Ah, okay, mit R kann man sprinten. Mhm, mhm, mhm. Okay, da muss ich gar nicht hin. Sollte ich mir doch mal angucken, wo die hinfährt, ne? Warte mal. Lass uns das mal schauen. Okay, rechts rum, alles klar. Das ist ja irgendwo ein lustiges Häuschen. Ich weiß nur nicht, ob das dann jetzt hinterher frei begehbar ist und wir überall hinkommen, wo wir gerade Bock haben. Oder, ob das jetzt alles so ist, dass man jetzt so nach und nach so ein bisschen so ein paar Zeit-Challenges machen muss. Ich habe 100 Sekunden Zeit dafür. Okay, das ist wirklich das Tutorial. So, zufrieden? Warum sehe ich so komisch aus? Es erinnert mich total an Buster Groove. Also auch vom Stil her und so. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Prima, jetzt versucht das mal. Es ist natürlich blöd, wenn ich euch ein Spiel zeigen will und ich jetzt erstmal so ein Tutorial hier bekomme. Aber das Spiel ist generell ein Aspirant eigentlich dafür, das so mal zu Let's Playen. Also ich meine, okay, momentan bin ich zwar so Funsport-mäßig bei der Tony Hawk-Reihe noch dran, aber es sind auch nicht mehr so viele Spiele. Und ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Alternativen, was Funsport angeht, was ich euch zeigen kann, möchte. 20, 30, 30, 30. Also auf jeden Fall ein Over-the-Top-Spiel, ne? Wenn man sieht, wie hoch ich springe und sowas. Hey, you. Jetzt wird's ernst. Sprühen. Genau, das waren nämlich die beiden Faktoren. Erstmal Roller Skates und Graffiti. Da gab auch am Anfang eine ganze Zeit Hinweis so von wegen, Achtung, ne, Sega distanziert sich total vom Graffiti, ne? Wenn ihr jetzt Vandalismus betreibt, haften wir nicht dafür, bla 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 bla. Ja, schön Polizeiwagen. Mhm. Und nochmal Sprühdosen. Aha. Okay, beim Grinden kann man sogar machen. Interessant.
Nur wissen, wie ich sprühe, ne? Das wäre ganz interessant zu erfahren. Warte. Ah, L, okay. Mit L sprüht man. Ich suche gerade die ganze Zeit verzweifelt einen zweiten Analogstick, den gibt's aber nicht. So. Nein. Ja, Kamera nicht so optimal, muss ich sagen. Kann ich nicht drehen? Es ist echt total irritierend. Das mal, dass wir nur einen Analogstick haben, ey. Das macht mich gerade echt fertig. Beim Dreamcast-Controller. Na ja, gut. Das war aber gediegen. Und ich kann keinen 180 machen. Ich werde bekloppt. Gum ist mit dabei. Okay. Ich glaube, wir haben einen Charakter freigeschaltet offensichtlich. Das Tutorial könnte jetzt vielleicht vorbei sein. Nicht schlecht. Ich glaube, ich bin mit dabei. Okay. Du hast da so einen komischen Hut auf. Gut, ich habe auch eine komische Brille auf. Muss man auch dazu sagen. Tab. Boah. Das ist so 90er, wie der aussieht, ne? Wie? E17, so hieß die Band. Die haben auch immer so komische Mützen aufgehabt. Was willst du jetzt? Ach, du hast ein anderes Graffiti. Lerne ich das jetzt, oder? Oder was ist das? Was soll der? Naja, aber das ist jetzt nicht so das Problem. Nice. Oh no! Okay. Ich muss sagen, die Steuerung funktioniert auf jeden Fall schon sehr gut. Gerade muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken. Aber der Analogstick von der Dreamcast ist jetzt, finde ich persönlich, nicht so genau. Oder es liegt vielleicht am Controller selbst. Was sehe ich da? Ach, das ist das Ladebildschirmchen von Jet Set Radio, was mein Memory Card mir jetzt anzeigt. Also gerade nach oben zeigen ist jetzt ein bisschen schwierig, finde ich. So, also gerade zu fahren. Ah, kann aber am Controller liegen, klar. Huh? Warte, was ist das? Ach so. Ah. Okay, da muss man die mit dem Stick nachmachen. Verstehe ich. Alles klar. Das sind dann wahrscheinlich Gemälde, die wir jetzt hier sprühen. Tab ist mit dabei? Nein. Du bist dir wohl sehr sicher. Jetzt versuch das mal. Bin mal gespannt. Ich habe jetzt einfach eigentlich gedacht, eher, dass das jetzt so ein bisschen Richtung alte Tony Hawk-Spiele geht, dass man dann hier halt quasi ein Level hat, ne, in der bestimmten Zeit, wo man dann bestimmte Ziele erfüllen muss, innerhalb von einer bestimmten Zeit natürlich, ne, dass man nach und nach herausfindet, was jetzt genau diese Ziele sind. Scheint aber nicht so zu sein, das hier scheint wohl eher Richtung, ja, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Open World zu gehen, so dass man halt eine Welt hat, eine Spielwelt, ne, in der man dann alles Mögliche machen kann. Was mich jetzt aber hier sehr freut, ist, dass ich trotz, weil ich nehme es jetzt nicht über SCART auf, sondern über, hier, ne? Wie hieß das denn? Arcila, also hier Antennenkabelgedöns, ne? Dass ich trotzdem Ton habe. Alter, wie kann man Tricks machen? Wie funktioniert das? Ja, ich habe schon verstanden. Erst hoch und dann runter. Und dann ein paar Tricks machen. Aha. Ich hätte auch natürlich vorher mal in die Anleitung gucken können. Ich habe nämlich überhaupt gar keinen Plan, wie man sich an einem Auto festhält. Au. Ja, super. Hat ja hervorragend funktioniert. Bin ja richtig begeistert. Riesen, kämpfen, kämpfen. Okay, komm. Ach, shit, you. Ja, okay, kriege ich jetzt wohl nicht so ganz hin. Nein. Ja, so geht's auch. Einfach drauf. Wie habe ich das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Okay, L gedrückt halten offensichtlich. Ja, L gedrückt halten. Habe ich verstanden? Okay. Dann fahren wir jetzt hier mal runter. Aber ich glaube, wir sind noch gar nicht so weit, wie wir sollten. Huh. Ups. Alter, ist das schlecht, was ich hier treibe, ne? Unglaublich. Komm! Los! Ne, möchte er nicht. Ja, scheiß drauf. Komm, einmal versuchen wir es noch. Aber das ist auf jeden Fall interessant, das Spiel. Da muss man sich natürlich erstmal ein bisschen reinfuchsen. Weil wenn man das so noch so gar nicht kennt, ne? Warum? Irgendwie, manchmal, ich weiß auch nicht, ne? Also, bevor ich das nächste Mal spiele, werde ich mir auf jeden Fall die Anleitung reinziehen. Weil ich habe noch echt so null Plan von der Steuerung, ne? Ist zwar schön gut, dass man hier alle Spielinhalte erklärt bekommt. Da kann man aber ruhig mal kurz sagen, hör mal, du musst übrigens L drücken, um dich irgendwo festzuhalten. So, dankeschön. Soll ich denn mal, es geht hoch bis zu den Dosen? Denke ich mal. Hoffe ich mal. Weiß ich nicht. Ja, lass los. Ah,
So, okay, jetzt kann ich hier runterdüsen. Wow! So, jetzt hier nochmal so ein bisschen. Wow! Also, ich mache auf jeden Fall irgendwie mit L und, ich denke mal, Bewegungen des Analogsticks mache ich wahrscheinlich Tricks. Oh shit, ich bin im Auto drin. Ja, schöner Backflip. Method Backflip. Ja? Ne? Okay, ich verstehe es nicht so ganz. Gut, ja, aber kurzer Einblick in Jet Set Radio. Kein Plan, da muss man sich auf jeden Fall ein bisschen mit beschäftigen mit dem Spiel. Also nicht, dass es so kompliziert ist, aber wenn man halt wirklich null Hinweis hat, was man hier machen muss, was jetzt hier das Ziel war, zwei Tricks machen und also sich vor auf den Berg ziehen lassen und dann drei Tricks machen oder zwei Tricks, kriege ich offensichtlich nicht hin. Ist tiefgründiger, als ich gedacht hätte, weil ich dachte, ich kann jetzt euch mal so ein Level zeigen, wie man ein bisschen was macht, ne, wie auch bei dem Spiel, was noch kommen wird, was ich euch jetzt fast verraten hätte. Aber gut. Ist ja nicht so. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Werde ich mir wahrscheinlich nochmal näher auf den Zahn legen. Ist das eine Bezeichnung dafür? Keine Ahnung. Gut, ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Und ich gucke gerade mal, wo geht's denn morgen mit weiter? Oh, morgen ist Nikolaus. Ne? Morgen gibt's ein Spiel für die PlayStation 1, was es eigentlich gar nicht gibt. Ne? In diesem Sinne, bis morgen dann. Tschüss.